Na, zwei? Moin. Moin, wie geht's euch denn? Ja, super. Und selber? Ja, auch gut. Das ist Rudolf, das ist ein 10-jähriger Alt-Oldenburger Wallach-Mix. Und ja, ich wusste mir keinen Ausweg mehr bis letztes Jahr. Er war ein Jahr lang komplett lahm. Ich habe mehrere tausend Euro in der Tierklinik gelassen. Und ja, mein letzter Ausweg war dann Carmen. Und ich habe sie samstagsabends angeschrieben, montags direkt Antwort bekommen, konnte auch direkt ein paar Tage später mit ihm zu ihr hinfahren. Ich habe für mich im Laufe der Jahrzehnte ein Programm entwickelt, was ich bearbeite. Da kommt eigentlich das Kreuzdarm beim Pferd zum Beispiel, so wie bei uns auch das ISG, sind das tatsächlich bei Mensch und bei Tier die gleichen Schwachstellen. So, und in dem Fall hatte ich das ja bei der ersten Kontaktaufnahme gesehen, dass da das Hauptproblem sitzt, dass er von da aus gar nicht richtig durchfußen konnte und deswegen natürlich auch vorne sehr viel gestützt hat. Und dann hatte der so einen ganz abenteuerlichen Beschlag darauf und habe also praktisch alles durchgearbeitet, was erforderlich war. Und ich fand, Rudolf hat das war im Oktober letztes Jahr, hat das damals schon echt toll reflektiert auch. Ne? Ich habe echt fast die Hoffnung aufgegeben. Und das ist auch, also das ist wirklich wie ein Kind für mich, dieses Pferd. Und der, ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Ja, ganz locker ist er da nicht, ne? Er zieht mehr rechts, das rechte Hinterbein zieht er mehr vor und auch der Schweif geht nach rechts. Wenn Tammy jetzt da wäre, jetzt einen Anschiss gekriegt. Man führt ein Pferd rechts rum. Wollen wir Gymnastik machen, wir zwei? Das ist erforderlich, hör mal. Ich denke, das passt ganz gut. Der ist jetzt gerade nicht echt warm gearbeitet. Also muss ich dann eben dafür sorgen, dass das erstmal ein bisschen warm gedehnt wird. Ne, dass das loslässt, wenn ich da was machen möchte. Vor allem Dressurpferde, die viel Dressur geritten werden, werden oft in der Lösungsphase, wenn die kalt sind, viel zu viel vorwärts geritten. Und Rudi kriegt also sein Bein immerhin bis hierhin. Ne? So, und die gute Dressurpferde, die kriegen teilweise, Rudi, nicht hängen lassen, kriegen teilweise das Bein nur bis hierhin. Das ist natürlich übel, ne? So, und jetzt fängt er an, das loszulassen oben aus dem Rücken. Das sind so Dinge, die hat man mal vor vielen Jahren bei einer Fortbildung zum Beispiel Kraniosakraltherapie mitgekriegt. Na, die Therapeutin hat dann auch gesagt, ganz simpler Tipp, macht das ruhig, wenn ihr behandelt, weil da passiert auch nichts, das Pferd braucht nichts Besonderes machen und das klappt gut. Na, dass sie also, wenn die hier noch irgendwo gegenhalten, guck hier, das ist jetzt hier auf der ganzen Strecke, ist das alles locker, da hält er nirgendwo gegen. Ne? Gut gemacht. Na komm. Na, mal gucken, manchmal ist ganz simpel, dass zum Beispiel das nicht geht, dass der Fesselträger versprungen ist, ne? Dass das Pferd mal auf der Wiese irgendwo getobt hat oder sonst was gemacht hat. So, und dann merkt man als Therapeut natürlich, das Bein ist jetzt viel schwerer als das andere. Hier die Empfehlung, Rudi musste umziehen. Im Stall, wo er vorher war, hat Mario erzählt, wurden die Pferde nicht so gut gefüttert. Das ist ein großes Pferd, der braucht viel Heu. Und dem fehlen also ein paar Kilo, um richtig schön wieder auszusehen. Aber gut. So schnell geht das nicht. Ne? Er ist umgezogen mit dem. Und jetzt wird der Wallach wieder aufgefüttert, dass der auch wieder richtig rund ist, ne, Rudi? Ja, er ist viel beweglicher. Der war natürlich förmlich eingerostet. Ist klar, wenn da ein Problem ein ganzes Jahr sitzt, die Muskulatur, alles passt sich an. Ne? Das hier wird jetzt, wenn er den weiter trainiert, wird das innerhalb von einer Woche schon viel elastischer wieder sein. Ne? So. Oft hat man so hinterm Sattel, wenn die Sättel nicht gut liegen zum Beispiel, ne, wenn die hier zu tief liegen, dann hast du hier gerne, dass hinterm Sattel die Muskulatur da komplett fest ist und hier ist jetzt alles total weich und durchlässig. Also auch großes Lob an Mario. Offensichtlich hat er ja dann auch mit seinem Pferd richtig gearbeitet. Ne? Viele Dehn- und Gymnastikübungen musste ich mit ihm machen und ich bin auch ganz viel mit ihm spazieren gewesen in den ersten Tagen und sowas, damit das halt auch alles locker bleibt. Also wirklich geritten bin ich ihm nach der ersten Behandlung erst zwei Monate später wieder, wenn nicht sogar noch länger. Rudi, räum auf!
So, alles was der Halsmuskel, im Prinzip ist das die Hälfte vom Pferd. Ne? Also das geht bis hierhin, auch wegen diesem seitlichen Halsmuskel, der oben anfängt und bis hier geht. Ist für mich also wichtig, dass der Part eben auch locker ist. Das sieht aber jetzt auf den ersten Blick alles sehr gut aus. Trotzdem checke ich das natürlich eben durch, ob wir da irgendwo was haben. Ne, bei vielen Pferden hat man dann, wenn ich hier das obere Stück rüberziehe, haben wir da Verspannungen drin und oft auch genug Störungen drin. Und das fühlt sich dann so an, als wenn einer so macht, ne, so flitsch. So, und sag mal, wenn das Pferd das so empfindet, wenn es den Kopf runternimmt, ist das natürlich unangenehm. Und deswegen kann es sein, dass es sich wehrt oder wie auch immer. Ne? Wir wollen nochmal vorsichtshalber eben gucken, ob irgendwo Probleme sind im Genick. Die sehe ich nicht wirklich. So, wenn der Rudi fein geübt hat, ne? Lass mal los. Nö, einfach los. Nee. Stehen bleiben. Lass mal. Bleib mal stehen. Ich brauche nur deinen Hals. Oh, doch eine Kleinigkeit. Also der Vorteil ist, weil ich diesen Halsmuskel locker mache, jetzt war ja vieles locker, wenn ich das nicht mache, kriege ich das so nicht rein. Das ist eben Vorteil. Und das kann natürlich ein Reiter auch selber machen, sage ich jetzt mal, diese Biegeübung. Also bitte nicht das, was ich mit dem Hals gemacht habe, weil wenn das nicht professionell abgearbeitet wird, vor allem hier unten, hier sind sehr viele Lymphe, dann kannst du auch einen Lymphstau geben. Ne? Also das sollte man dann eben nicht tun. Schatzi. Also hier brauche ich jetzt tatsächlich auch nicht massieren, weil er einfach hier überall super locker ist. Ne? Also großes Lob an Mario, alles richtig gemacht. War der beim Zahnarzt zwischendurch? Nee, sollte jetzt kommen. Wann war der denn zuletzt? Letztes Jahr im März. Doch, okay, dann passt das ja. Ne? So, manchmal machen die Pferde auch alleine mit. Ne? Ich packe jetzt nur meine zwei Finger in die Lücke, wo keine Zähne sind. Und bei ihm sieht man vermutlich dann eben auch, dass Mario eben die Trense drauf macht und die Schnallen nicht anknallt und das Maul zubindet. Ne? Also er traut sich, das Maul sehr schön aufzumachen und streckt sogar die Zunge raus, weil die Zähne und die Zunge, die gehen bis hier oben hin. Hier haben wir das Genick und hier den Anfang von der Ohrspeicheldrüse. Also alles, was wir Reiter brauchen, konzentriert sich praktisch auf diesem kleinen Stückchen hier. Ne? Und das ist ihm ganz wichtig. So, guck mal, das reicht eigentlich schon. Sehr schönes Gefühl. Gerade war ich dann ja auch in dem einen Jahr, wo er stand, da habe ich da in dem einen Jahr vielleicht zweimal drauf gesessen. Also öfter nicht. Das sind jetzt Dinge, die man noch abarbeiten muss. Wie gesagt, der Huf ist zu lang. Ich denke, kann man auch als Laie, wenn man länger drauf guckt, sehen, dass der hier länger ist hier als der. Aber hier kann man den Prozess schon sehen. Das Eisen ist ganz gerade hier drunter gemacht worden. Und hier kann man schon sehen, da muss man sich überlegen, das ist Metall und ja nicht gerade wenig, ne, dass der das hier jetzt schon rund gelaufen hat. Ne, wobei das gar kein, also eine Welt ist im Vergleich zu dem, als der gerade bei mir war im Oktober zu jetzt. Ne, jetzt benutzt er die Beine wieder ganz normal, kann man sehen. Und dadurch haben wir natürlich auch hier einen Prozess in der Muskulatur, was das Ganze angenehmer gemacht hat. Ne? Magst du noch einmal laufen? Komm, Rudi, bisschen fleißig. Ne, jetzt muss er das wieder abarbeiten. Ne? Bist du so müde jetzt? Oh nein. Du, hey, bist du so müde? Ja, so müde. Aber albern bist du immer noch, ne? Ich bin immer noch begeistert von der Behandlung. Das, seitdem läuft er einfach wieder. Das ist einfach der Wahnsinn. So, komm.